Kein Durchkommen gab es am Sonntag in der Dülmener Innenstadt. Trotz des wenig frühlinghaften und kalten Wetters nutzten tausende Besucher die Gelegenheit zu einem Bummel entlang der vielen Stände, die in der Marktstraße, Coesfelder- und Viktorstraße sowie auf dem Marktplatz aufgestellt waren. Ein zusätzlicher Anziehungspunkt waren die verkaufsoffenen Geschäfte. Der Frühlingsmarkt läuft jetzt heute wieder in der Dülmener Innenstadt seit 11 Uhr bis 18 Uhr durchgängig. Und von 13 bis 18 Uhr haben halt wieder die Geschäfte aus und wir haben halt eine bunte Mischung an verschiedenen Ausstellern, Kunsthandwerk oder auch Essensstände und für Kinder wird einiges geboten. Wir haben insgesamt über 100 Händler hier, um den Dreh 120. Im Mittelpunkt des Interesses die Stände der Blumenhändler. Sie präsentierten eine große Auswahl von Frühlingsblumen und berieten mit sinnvollen Tipps für die Anpflanzung. Frühjahr, Osterglocken, Primul. Wir haben schöne Stämme, alles für draußen, Steingewächse. Bis 1, 2 Grad Frost geht das, aber dann muss man dann even einen Deckel drüber machen, dass das nicht kann befrieren. Ne? Gestecke und kunsthandwerkliche Erzeugnisse, besonders mit Bezug zum nahen Osterfest, erregten die besondere Aufmerksamkeit der Besucher. Das breit gefächerte Angebot und die zahlreichen Anregungen fanden beim Publikum großen Anklang. Mein erster Eindruck ist super. Wir kommen extra immer sehr früh, weil erst um 13 Uhr die Geschäfte aufmachen. Und somit hat man jetzt die Möglichkeit, sich in Ruhe die Pflanzen anzugucken. Wir sind jedes Jahr hier. Für das leibliche Wohl wurden Spezialitäten wie zum Beispiel Käse verschiedener Reifegrade aus Holland und manches mehr angeboten. Beim Frühlingsmarkt sind überwiegend langjährige Standbetreiber vertreten. Ihre bisherigen Erfahrungen sind gut. Sehr gut. Wir kommen auf 25 Jahre hier auf den Markt und jedes Jahr ist das spitze. Zufriedene Gesichter bei den Organisatoren deuten es schon an. Der Frühlingsmarkt soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.